Commander? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich habe noch bis morgen Urlaub. Ich wollte gerade einen trinken gehen. Es gibt was zu feiern. Falls Sie mitkommen möchten. Gibt's was zu feiern? Heute ist Gedenktag. Das Ende des Erstkontaktkrieges jährt sich. Meine Familie begeht ihn immer. Da ich die einzige Williams an Bord bin, dachte ich, ich frage dich. Ist nicht gerade das beste Ereignis, um gefeiert zu werden. Das war vor 26 Jahren. In unserer Familie ist es keine richtige Feier. Es gleicht eher einer Verpflichtung. Und jetzt sag nicht, du würdest meine Familie nicht kennen. Meine Commander finden es immer heraus. Steht es nicht in meiner Akte? In deiner Akte steht so gut wie nichts drin. Da sind ein paar technische Sachen und die letzten Scheißjobs. Es gibt einen Grund für die Scheißjobs. Ich bin General Williams' Enkelin. Er war im Krieg Kommandant der Shangxi-Garnison. Der einzige Mensch, der sich je einem fremden Volk ergeben hat. Verstehe. Darum treibst du dich immer so an. Ein Williams muss besser als der Beste sein, um gar nicht erst verdächtig zu erscheinen. Das hat mir mein Vater in der Nacht, in der er in den Ruhestand ging, gesagt. Man muss schon ein ziemlicher Dickkopf sein, um einen Job anzunehmen, bei dem die eigene Familie gebrandmarkt ist. Ich habe es dennoch getan. Ich werde nicht zulassen, dass unser Name mit Arnold und Quisling zusammen untergeht. Mein Großvater hat etwas Besseres verdient. Was ist nach dem Krieg aus deinem Großvater geworden? Er wurde seines Kommandos enthoben, sobald Shang-Chi befreit war. Man brachte ihn sogar in Ketten zurück auf die Erde, aber es gab nie einen Prozess. Sie degradierten ihn still und leise und setzten ihn hinter einen Schreibtisch. Ein Jahr später ging er in den Ruhestand. Den Rest seines Lebens verbrachte er als Bauarbeiter in den Kolonien. Ab und zu hört man, dass versucht werden soll, ihn auf offiziellem Weg zu entlasten. Aber es wird nie etwas daraus. Soweit ich weiß, hat dein Großvater lange Zeit standgehalten. Die Turianer zerstörten die Orbitalstationen schon bei der ersten Welle und besetzten die Großstädte. Sie hockten im Orbit und beschossen alles, was sich bewegte. Mein Großvater schickte die Truppen los. Aber als sie in die Städte kamen, um Vorräte zu besorgen, zerstörten die Turianer einen ganzen Häuserblock, nur um eine Einheit zu eliminieren. Es starben viele Zivilisten. Seine Truppen waren am Verhungern. Aber er konnte das Oberkommando der Allianz nicht erreichen. Also gab er die Garnison auf. Er weigerte sich, seine Männer zu opfern, nur damit die Menschheit ihr Gesicht bewahren kann. Hast du vor, dich in ein Schwert zu stürzen, nur um seinen Ruf zu retten? Würde das einen Unterschied machen? Er ist tot. Mein Vater ist ebenfalls tot. Wen würde es beeindrucken? Für die Allianz wäre es nie gut genug. Nur damit du es weißt. Willst du mich von deinem Schiff werfen, Skipper? Du bist ein wichtiges Mitglied meiner Crew, Williams. Wenn ich wissen will, was der Kopf denkt, gehe ich zu Alenko. Will ich das Herz befragen, komme ich zu dir. Ich kann außerdem ziemlich gut Pool spielen. Außerdem muss ich noch einiges erledigen, bevor wir landen. Und du doch bestimmt auch. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Du meinst die Rachni, nicht wahr? Sie waren gefährlich, Skipper. Das haben sie schon vor 2000 Jahren bewiesen. Ich denke, es war ein Fehler, sie gehen zu lassen. Aber es war nicht meine Entscheidung, es war deine. Du solltest wirklich mal mit Zoni über ihre Mutter reden. Sie muss sehr traurig sein. Ich wollte es nur erwähnen, Skipper. Wegtreten, Chief. Ma'am? Thank you.
gehen Sie vor.